Let's hallo und herzlich willkommen zu einer ganz neuen Rubrik auf dem Kanal. Moment, ich muss mal kurz die Höhe von meinem Stuhl regulieren. So, wunderbar. Zu einer ganz neuen Rubrik auf dem Kanal, weil ich dachte mir die ganze Zeit nur Let's Play Assassin's Creed wird mit der Zeit vielleicht ein bisschen langweilig. Daher kommt jetzt ein Let's Random. Das heißt Random irgendein Spiel, das mir gerade so einfällt, einfach nur. Oh, Entschuldigung, wenn es gerade kurz die Musik aufgehört hat. Weiß ich nicht, ob es aufgehört hat. Doch, ich denke schon. Naja. Und ja, dann legen wir jetzt einfach mal los. Aha. An wen erinnert euch die? Also mir fällt direkt Angela Merkel ins Auge. Da muss man nur noch ein paar kleine Feinheiten vornehmen. Dann dürfte das kein Problem sein. So, erstmal kommt der Hut weg. Erstmal kommt alles weg. Alles weg. So, alles weg. Kann man das Gesicht wegmachen? Nein, okay. Was hat denn die Frau Merkel für eine Gesichtsform? Das ist ein bisschen nervig, dass die Musik immer aufhört, wenn ich hier irgendwo hinklicke, weil ich gucke gerade mal so ein bisschen rund, nicht kartoffelähnlich. Weil ich habe hier nebenbei noch den Internet Explorer offen mit Google Bildern, damit ich ein bisschen sehe, wie die Frau Merkel aussieht. Das ist wie gesagt hier nur die Sims 4 Demo. Das echte Spiel ist noch nicht draußen. Und wenn es draußen wäre, hätte ich es nicht. Ist hier das kartoffelförmig aus? Oder das? Oder das? Oder das? Oder das? Ich finde, das passt. Okay. Wie gesagt, das ist immer ein bisschen blöd. Ich probiere mal kurz, ganz kurz was aus. Ja, okay, das bringt auch nichts. Okay. Dann schauen wir mal. So, okay. Wie sieht sie denn sonst noch so aus? Ich denke, das Gesicht passt. Und die Hautfarbe etwas heller. Na, ich finde das eigentlich ganz gut. Okay. Hautdetails. Ja, eigentlich eher von den Mundwinkeln runter und nicht von der Nase. Aber ich bezweifle, dass es das hier gibt. Kann man das irgendwie so machen, dass die so voll... Okay. Haare. Ja, die Haare. Es sind so mittellange Haare, würde ich sagen. Sowas hier. Ja. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Aber ich schau mal, ob ich noch was Besseres finde. Gibt es vielleicht bei kurzen Haaren noch was Besseres? Nee. Und bei langen Haaren sowieso nicht. Nein. Dann würde ich sagen, sind das die perfekten Haare. Hüte trägt sie, glaube ich, eher nicht. Und sonst so schmuckmäßig. Ich habe jetzt übrigens eine Möglichkeit gefunden, wie die Musik nicht die ganze Zeit ausgeht, wenn ich hier kurz nachschaue. Also Schmuck, da wäre natürlich eine schwarz-rot-goldene Kette perfekt. Kann man das schwarz-rot-golden machen? Nee. Leider nicht. Auf jeden Fall. Die Kette passt wunderbar. Nee, dann... Dann nehmen wir diese Kette in Rot einfach, weil ich rote Ketten mag. Das ist natürlich etwas jünger, weil man kann leider nicht... Ihr seht das hier. Man kann leider nur einen jungen Erwachsenen nehmen. Weil die anderen sind erst erhältlich ab Sims 4, ab der Vollversion. Das ist wie gesagt nur die Demo, das ist ein bisschen schade. Aber macht nichts. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was sie für eine Augenfarbe hat. Und das ist auf den Bildern auch sehr schwer zu erkennen, aber es ist kein Braun. So ein bläuliches, eher blau. Eher blau, würde ich sagen. Wenn ich irgendwas zu sagen hätte, so. Nee, dunkler. Nee. Trüber. Oh Gott, nein, das sieht ja voll... Nee. Nee, nee, da passt dann doch eher das hier, eher das. Glaube ich, aber so genau sieht man das hier gar nicht.
Google Plus liefert keine Nahaufnahme der Augen. Das ist ein bisschen traurig. Das ist ein bisschen traurig. Aber egal, so würde ich mal sagen, passt es ungefähr. Schauen wir mal. Was kann man hier machen mit der Nase? Okay. Groß, klein, groß, klein. Machen wir mal Mittel. Und sonst hier Frau Merkel in jungen Jahren. Oh Gott, das, da habe ich wieder erfolgreich die Musik ausgemacht. Ja, also ein paar mehr Falten und diese Mundwinkel, aber sonst, weil so traurig guckt die eigentlich gar nicht. Die guckt eigentlich immer relativ neutral. Pokerface. Ja, so. Dann machen wir mal etwas, was ich sonst nicht machen würde. Echt nicht, also nein, auf gar keinen. Hä? Hallo? Aber man muss ja hier mal ein bisschen. Die hat übrigens abgenommen, Frau Merkel. Aber dennoch. Auf jeden Fall. Kann man noch etwas mehr. So? Passt das? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Keine Ahnung. Das will ich gar nicht so genau wissen. Okay, dann ziehen wir sie mal ganz schnell wieder an. Das Erstbeste, was wir finden können. Nur mal, dass sie irgendwas anhat. Gut. Okay. Ja, also es ist nicht so überzeugend, ehrlich gesagt, aber naja, immerhin. Gut, dann Kleidung aussuchen. So, dann suchen wir mal ihre Alltagskleidung aus. Was trägt Frau Merkel, wenn sie morgens zur Arbeit geht? Vielleicht ihr schönes rotes Jäckchen, das sie immer anhat. Hat sie ja. Perfekt! Das ist ja echt perfekt. Ich bin wirklich begeistert. Und sonst Hose. Moment, da muss ich mal ganz kurz schauen, ob es hier irgendein Bild. Was trägt ihr für Hosen? Jeans? Oder so? Ja, sowas gibt es hier nicht. Sowas gibt es hier nicht. Also, ich würde sagen, eine Jeans passt eigentlich. Auf jeden Fall was eher Längeres, würde ich mal behaupten. So. Das von der Farbe her könnte man noch ändern. So. Perfekt. Hier. Frau Merkel in ihrer Alltagskleidung oder noch irgendwelche Accessoires. Sie ist ja verheiratet, da braucht man natürlich einen Ring. Das ist keine Frage, so. Den sehen wir da. Da an der Hand. Moment, ich versuche gerade ranzuzoomen, auch wenn es nicht klappt. Ach so. Oh Gott. Was mache ich hier? Ja, da. So ungefähr sieht man's. Was ist hier passiert? Ja, wunderbar. Dann die Abendkleidung. Was trägt die Frau Merkel so abends? Na, okay. Sie heiratet ja nicht jeden Abend. Insofern passt das wohl eher nicht. Aber sowas hier könnte ich mir. Sowas hier könnte ich mir schon eher vorstellen. Gibt es da noch andere Farbvarianten? Wobei, das passt eigentlich ganz gut. Ja. Natürlich passt dieses neongelbe Ding hier überhaupt nicht. Hä? Okay, offenbar können die nur Röcke anziehen. Dann nehmen wir zumindest so einen Rock. Wenn es schon muss. Und dann zumindest ein bisschen farblich passend. Ich bin jetzt natürlich kein Modeexperte, aber ich finde das eigentlich ganz okay, was wir hier angestellt haben. Dann Accessoires. Was ist da alles ausgewählt? Eigentlich, ja, ein Armband ist okay. Allerdings muss man nicht übertreiben. Ein Armband reicht. Und hat sie ihren Ehering an? Dann wechseln wir mal ganz schnell die Ringe. Und lange Socken. Echt jetzt? Finde ich nicht. Muss nicht sein, muss nicht sein. Hier, schöne Stühlchen. Hat sie ein paar. Hier hat's doch tolle Stiefel.
Also, was heißt Stiefel? Nichts mit Stiefeln. Hier unten hat er Stiefel. Hier hat schöne hochhackige Schuhe. Ja, ja. Da, diese Farbe. Ja, okay, die Farbe, da bin ich immer noch nicht so ganz einverstanden mit. Nee, hat es irgendwie die anderen Schuhe in anderen Farben, in besseren Farben. Hier dieses Lila, das abends hier beibehalten wird. Ich denke, da passen die Schuhe am besten. Das ist Frau Merkel abends. Wunderbar. Dann beim Sport, im Skiurlaub, wenn mal wieder irgendwas schief geht und sie sich beim Langlauf die Beine bricht oder was auch immer, muss man natürlich trotzdem top gestylt sein. Zum Beispiel mit dieser wunderbaren Jacke, allerdings in den Farben der CDU. Also so. Aber natürlich auch noch ein bisschen was Pinkes. Nein, Lila. Das ist die Frage. Was nehmen wir hier? Oder ganz schwarz, wobei ganz schwarz so immer so ganz schwarz eben aussieht. Sowas Rotes? So ein bisschen die Liebe zur SPD zeigen oder zur Linken? Naja, ich weiß ja nicht. Oder die Grünen? Vielleicht so eine kleine Respektion der Grünen zumindest? Ich weiß, keine Ahnung. Die FDP können wir ja vergessen. Weil die sind ja eh nicht mehr da. Aber trotzdem so. Ein letztes Winken an die FDP. Ich glaube, die Farbe ist gelb. Wenn nicht, dann belehrt mich eines Richtigen. Eines Besseren. Ah! Okay. Diese Hose hier gefällt mir doch schon ganz gut eigentlich. Zum Sport machen perfekt. Da trägt man ja generell immer Jeans. Also, ich weiß gar nicht. Also, ich meine, hallo. Sporthosen sind doch sowas von Mainstream. Oh Gott. Okay, ja. In diesem Fall ist eine Jeans angemessen. Ach, hier sind Jeans. Was ist dann das? Hosen. Jeans, Hosen. Jeans, Hosen. In Ordnung. Gut zu wissen. Da auch schwarz auf jeden Fall, keine Frage. Dann, hier Accessoires. Ist nichts ausgewählt. Ist auch gut so, denn beim Sport darf man keine Ringe tragen. Das weiß auch Sims 4. Da wird sich der Ehemann aber ärgern. Und sonst natürlich Turnschuhe. Alles andere wird hier auch gar nicht funktionieren, denke ich. Ja, sehe ich richtig. Turnschuhe. Und da müssen wir natürlich auch hier dem Farbstil treu bleiben. Das heißt, nee, schwarz-grün. Die da hier, sind die nicht okay? Doch, wunderbar. Hier, Frau Merkel beim Langlauf. Fehlen nur noch die, ja, Skier eben und der Schnee, aber sonst wunderbar. Dann der Schlafanzug. Da finde ich das hier perfekt. Oder der Strampler. Perfekt, wunderbar. Keine Frage, keine Diskussion. Das ist ja mal sowas von modisch perfekt. Hier Karl Lagerfeld hat da wieder mal Hand angelegt und ein wunderschönes Schlafkleidchen hier entwickelt. Ganz toll. Und dann die Ausgekleidung auf dem roten Teppich bei der Oscarverleihung. Da natürlich auch, allerdings nicht so dunkel, sondern schön auffällig. In allen möglichen Farben. Oder haben wir hier noch was Schönes? Nein, und auch Hosen keine. Dann würde ich sagen, das passt eigentlich. So, hier. Wunderbar. Ich heiße. Vorname Angelo Merte. Angela. Ich kann das nicht sehen, weil da die FPS-Zahl steht. Habe ich das jetzt richtig geschrieben? Ich schreibe es am besten nochmal neu. Angela. Okay. Und Merkel. Ganz toll. Angela Merkel hier. Was ist Bestreben nach Beliebtheit, Familie, Liebe, Wissen, Natur, Sport, Kreativität, Glück, Devianz? Was ist das? Niederträchtigkeit, okay. Und, oder nach Essen? Ich würde sagen nach Beliebtheit, Freundin der Welt, Partylöwe,
Dieser Sinn möchte fantastische Partys veranstalten. Witzbold, da passt die Weltherrschaft eindeutig, keine Frage. Ein Merkmal für Frau Merkel. Emotionen, Hobbys, also erstmal ihre Emotionen. Von den Mundwinkeln her eher düster, aber ansonsten eigentlich ein Hitzkopf, nein. Selbstsicher würde, glaube ich, eher passen. Dann als Hobbys Land regieren, wo haben wir's? Leider schon vergeben, warum auch immer. Und ansonsten so andere Merkmale, vielleicht viel Fraß ordentlich, also die Frisur sitzt eigentlich immer. Ich nehme einfach mal ordentlich. Ja, genau. Erstmal sauber machen. Sehr gut. Achso, weiteres Merkmal. Und zwar sozial, ist sie mehr so der Bro-Typ oder ist sie etwas böse, eine Einzelgängerin? Oder gesellig? Hand geben passt natürlich zu Politikern. Wer schüttelt, also zeigt mir irgendein Politiker, der noch niemanden die Hand geschüttelt hat. Gibt es nicht. Gemein passt auch zu Politik. Aber nicht bei Frau Merkel. Also die ist wirklich sehr, sehr freundlich und engagiert. Familienbewusst. Ich glaube nicht, dass sie Kinder hat. Gut. Ja gut. Ja gut. Okay. Mag keine Kinder. Apropos, sie hat keine Kinder. Oder sprunghaft, ich finde, gesellig passt. Bitte? Okay. Sprunghaft. Was? Oh mein Gott, nein, okay. Weg. Dann mag keine Kinder. Shamu, ja. Ach komm, wir nehmen gesellig. Wunderbar, so springt sie immer rum auf ihren Partys. Dann noch eine Stimmart. Hat die eher eine hohe oder eher eine tiefe Stimme? Aha. Ja. Gut. Trägt die eigentlich eine Brille? Nee. Okay. Dann. Soweit, so gut. Dann der Gangart. Ja. Ja, doch, doch. Auf jeden Fall. Ein stolzer Gang ist eher so. Ja, ja. Richtig. Auf jeden Fall. Sexy. Okay. Eindeutig, ja, ja. So vielleicht nach der Arbeit manchmal. Und so eindeutig, nur beim Sport, da müssen wir mal kurz die Sportbegleitung hier anziehen und dann machen wir nochmal diese Gangart. Hier. Ja, das sieht mir sehr nach Langlauf aus. Sehr gut, sehr gut. Da, also bei dieser Kleidung passt auf jeden Fall diese Gangart. Aber sonst selbstbewusst. Ja, aber das kommt mehr so. Weiß ich nicht. Standardgang, nee, das können wir natürlich nicht nehmen. Dann nehmen wir den federnden Gang. Und ja, das war's mit dem ersten Teil von Let's Random. Die Sims 4, erstelle ein Sim-Demo. Frau Merkel hier. Die hat ja, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, es ist ja, gibt ja zurzeit die Ice Bucket Challenge auf YouTube. Oder nicht nur auf YouTube generell. Wo sich jeder jede Berühmtheit mal einen Eimer Wasser über den Kopf lernen muss. Und Frau Merkel weigert sich. Das heißt, wenn ihr es jetzt mal sehen wollt, nehmt ein Wasserglas, einen Eiswürfel und schüttet das Ganze über euren PC. Und jetzt können wir hier nochmal vergleichen. Hier der Vergleich. Also ich finde, das ist 1A, also da ist wirklich keine Unterschiede zu erkennen. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, mal wieder eine kleine Abwechslung zum Assassin's Creed zu bekommen. Und danke fürs Zusehen und ciao.